Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von One Military Camp. Legen wir los. Das wären die Sachen, ne? Mal gucken. Flieger hätte ich wahrscheinlich. Okay, ich habe Kommandosoldaten, Artilleristen habe ich auch. Könnten wir ihn hier nehmen. Scharfschützen haben wir auch am Start. Und dafür nehmen wir halt dann die hier. Okay. Können wir eh nur die nehmen, das ist in Ordnung. Die haben das alle. Nehmen wir den dann noch mit rein. So. Und los geht's. Nächste Attacke. Und Spezialisierung, was haben wir denn? Wüstensoldat. Okay. Der braucht eh alles, dann Intelligenz. Erstmal so. Dann sind es vielleicht nur noch 3 oder 4 Missionen. Je nachdem, Feind hat uns eingekesselt. Nicht so gut. Keine Sonderentscheidung. Das kann schief gegangen sein. Nee, hat geklappt. Ah. Sehr gut. Okay, einer hat sich ein bisschen die Haxen angeknackst. In Ordnung. Das läuft doch. Dann sind es nur noch 3 Missionen. Da bauen wir Funker. Was ist denn hier der Chemiker? Ich bräuchte noch einen Chemiker tatsächlich. Hätten wir denn da noch ein Kommando für übrig? Ich habe noch Kommandos übrig ohne Ende. Sehr schön. Die andere Mission. Taucher, Marine. Machen wir das jetzt oder nicht? Komm, wir machen die Mission jetzt einfach mal. Na, geh. So, Funker. Da haben wir ja welche. Dann nehmen wir den, auch wenn der ein bisschen schwächer ist. Der hat aber das sehr positive Infanteristen. Ja, gucken wir erstmal, wie man damit klarkommt. Chemiker. Haben wir 2 zumindest. Understood. Und dann hätten wir noch den. Ist auch wieder was knapp, aber gut zur Lücke. So. Die Bowlingbahn ist sehr gut besucht, würde ich sagen. Vertrauliche Mitteilung, nee. Ah, ein Team wieder aus. Wahrscheinlich kann es sich lange darum kümmern. Heute gefunden, aus dem wir Verstärker kontrolliert werden. Das Problem ist, dass sie 2 Leute brauchen, um es zu zerstören. Und zwar bei der Feind im Nacken sitzt. Sollen wir riskieren, 2 unserer Leute hier zu lassen? Wir dürfen niemanden zurücklassen. Es muss einen anderen Weg geben. Versuchen wir das einfach mal. Ist ja jetzt egal. So, Bowling. Ach, die sind hier auch schön Geld am Ausgeben. Nett. Und hat geklappt. Sehr schön. Hier, oh nein, 200 Soldaten wurden die Mission verletzt. Okay, wieder nur verletzt. Und ja, die können sie am längsten sowieso erholen. Die brauche ich jetzt eh erstmal nicht. Ja, es war doch super. Dann direkt wieder gucken. Wie sieht's denn aus? Haben wir da für Leute? Sprengstoffexperte. So. Der hätte das mit drin. Taucher. Das da. Und nehmen wir mal das da. Er hat dann noch diese Fähigkeit. Also ich brauche eh alle. Mal gucken wir mal. Marine. Da haben wir 2 mal die. Das ist nicht sehr viel. Kann man hier noch was ersetzen, was positiv ist? 177. Also auf jeden Fall besser dadurch. Hier haben wir aber alle diese Sachen damit bei. Versuchen wir es mal. Aber das Fähnchen jetzt auch noch kriegen. Weil dann gibt es nur noch quasi die Endschlacht, vermute ich mal. Also entweder noch ein Fähnchen plus das Quartier oder das Quartier ist quasi das letzte Fähnchen. Bewachungsdrohne, jo.
Ja, die kommen überhaupt nicht zum Zug. Null. Mitteilung, was haben wir? Beschallungsanlage. Ich habe Elite-Soldaten, los geht's. Und, wie sieht's aus? Jawohl, erfolgreich. Bittersüßer Sieg. Wir wurden ziemlich hart getroffen, müssen aber trotzdem schon auf den Endkampf vorbereiten. Okay. Okay, drei unserer besten Leute haben... Okay, Punkte bekommen, aber PTBS. Die können wir behandeln. Und die Taucher und so, das ist doch super. Das geht in die Behandlung, die drei Leute. Oh, Feldbebel, es gibt neue Informationen über Dragan. Was ist passiert? Seine verbesserte Zeitmaschine ist fertig. Oh oh. Jetzt muss er sie nur noch ins Laufen bekommen. Aber das wird noch Stunden dauern. Er muss sie zunächst von seinen Chronodium-Batterien aufladen. Verdammt, uns rennt die Zeit davon. Offizier, wir rücken sofort aus. Nicht so schnell, Feldwebel. Wir müssen zunächst eine Strategie erarbeiten. Unsere Truppen sind zum Abmarsch bereit, aber Dragan verfügt noch über eine beträchtliche Armee. Sein Stützpunkt in Lastland ist unbezwingbar. Es wird nicht einfach, dort hinein zu gelangen. Nein, das wird es nicht. Außerdem haben unsere Spione bestätigt, dass sich das Schaltpult, mit dem er die Maschine bedient, in seinem Büro befindet. Damit lassen sich Portale mit einem Durchmesser von 300 Metern öffnen, drinnen wie draußen. Wie dem auch sei, wenn wir das Schaltpult zerstören, ist seine Maschine nutzlos. Wie kommen wir in Dragans Büro? Der Bereich wird streng überwacht. Wir müssen für ein Ablenkungsmanöver sorgen, um eine kleine Gruppe in die Festung einzuschleusen. Das wird schwierig. Wir haben uns Satellitenaufnahmen des Gebiets angesehen. Scheint keine Schwachstellen zu geben. Es muss doch einen Weg geben. Den gibt es. Wir können euch helfen. Helga, du bist hier? Wir haben gehört, dass ihr euch Dragan stellen wollt. Also haben wir unsere Arbeit ruhen lassen und uns auf den Weg gemacht, um euch dabei zu unterstützen. Chantin? Wir kennen Dragan besser als jeder andere. Viele seiner Truppen stehen noch hinter uns. Berka, du auch? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Feldwebel, ich kenne die Schwachstellen von Dragans Festung. Schwachstelle? Ganz sicher? Ich war seine rechte Hand, schon vergessen? Ich kenne seine Basis, bis auf die Grundfesten. Ich weiß sogar Dinge, von denen Dragan keinen Schimmer hat. An der Ostseite gibt es ein Abflussrohr nahe der Mauern. Das ist der perfekte Eingang. Ein Abflussrohr? Warum haben wir das nicht auf den Satellitenaufnahmen gesehen? Weil es versteckt ist. Ich kann euch aber versichern, dass es existiert. Endlich haben wir auch mal Glück. Großartig. Dann tun wir Folgendes. Ich führe das Ablenkungsmanöver durch, damit eine kleine Gruppe in Dragans Basis eindringen kann. Chantin, du hilfst mir, indem du mir verrätst, wie sich die feindlichen Streitkräfte im Einsatz verhalten werden. Außerdem glaube ich, dass du unter Dragans Soldaten immer noch Schrecken verbreiten kannst. Verlasst euch drauf. Es gibt niemanden in der Armee, der sich nicht vor der großen Chantin Roosevelt fürchtet. Charlie, du koordinierst einen zweiten Angriff mit deinen Sandtrupplern. Berka und sein Gefolge schließen sich euch an. Ihr versteckt euch vorerst in den Bergen, bis ihr die Gelegenheit habt, in die Basis einzudringen. Die Berge sind unser Ding. Keine Sorge, Generalin. Wir halten die Augen offen. Ich kann endlich wieder gut machen, was ich angerichtet habe. Ich tue, was ich kann, um euch zu helfen. Währenddessen schleicht sich der Rest von uns durch das geheime Abflussrohr an der Ostseite der Festung. Julie, du übernimmst die Leitung. Helga, du zeigst ihnen den Weg. Das Ziel ist Dragans Büro. Wenn ihr dort seid, haltet ihn auf und macht die Maschine unschädlich. Das schaffen wir. Es wird ein Kinderspiel, sich dort hineinzuschleichen. Dragan wird für all seine bösen Taten bezahlen. Und Feldwebel Hawkins? Ich werde dafür sorgen, dass wir alles haben, was wir für die Mission brauchen. Ich stoße in Kürze zu euch. Wir müssen erst noch die letzte Gruppe durch das Training jagen. Willst du nicht beim Sturm auf Dragans Festung dabei sein? Ein Feldwebel sollte bei seinen Soldaten sein. Mir ist klar geworden, dass das Wichtigste ist. Ich sorge dafür, dass alles bereitsteht und versuche dann,
noch rechtzeitig zu euch zu stoßen, um Dragans dummes Gesicht zu sehen, wenn er begreift, dass er besiegt wurde. Also gut, wie du willst. Dann weiter mit dem Plan. Gemeinsam bringen wir Dragan zur Strecke und bereiten seiner Schreckensherrschaft ein Ende. Das Schicksal aller Zeitalter liegt in unseren Händen. Das kann gar nicht schiefgehen. Das darf nicht schiefgehen. Wir werden nicht scheitern. Jo. Dann kommt jetzt nur die Endschlacht. Da werde ich wahrscheinlich am besten die Supersoldaten nur hinschicken. Wenn das dann so weit kommt. Kommen dir erstmal die leicht Beschädigten, also die mit dem Traumatischen. Dann lassen wir die mal zur Krankenstation laufen oder zur Traumastation vielmehr. Und ja, dann gucken wir mal, wie es unseren Kommandosoldaten bald geht. Ja, vielleicht kommt da noch einer dazu. Nee, nur ein Hacker. Der kann mal Krafttraining ein bisschen machen, dass er die Tastaturen besser malträtieren kann. Aber hier haben wir noch einen Supersoldaten. So, der ist aber soweit fertig. Das heißt, der geht auch mal zum Krafttraining. Ja, Bedrohung erkannt, ist ja gut. Ach, da unten. Ich glaube, der Dragan versteckt jetzt so ein bisschen seine Angriffe. Auf uns. Hat er wahrscheinlich so ein bisschen Schiss. Aber tatsächlich scheint das wohl die letzte Mission zu sein. Das kann ich nicht anklicken. Ich kann nur das anklicken. Hier, gucken wir nochmal. Unsere Kommandos. 1, 2, 3 hätten wir. 4. Das sind halt nicht die besten. Daher lassen wir noch ein bisschen laufen. Und zur Not nehmen wir vielleicht sogar einen von den Spezialisten, die dafür benötigt werden. Aber lassen wir einfach ein, zwei Minuten noch laufen. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchten. Bereit zum Spezialisieren. Wahrscheinlich noch ein Kommando. Sehr gut. Akzeptieren. So, der geht dann da direkt hin. Perfekt. Zur Not hätte ich noch einen wahrscheinlich spezialisieren. Die sind eigentlich recht gut. 96%. Die sehen, okay, die können noch ein bisschen besser sein. Aber dafür lassen wir es ja noch ein bisschen laufen. So, Bedrohung schon wieder irgendwo hier. Was haben wir hier? Supersoldat wieder. Kraft bin ich durch. Intelligenz. Consider it done, boss. Yes, sir. Und da haben wir nochmal den Artilleristen. Das ist jetzt auch soweit durch. Da können wir jetzt auf die Kraft wieder gehen. Wir bräuchten das jetzt alles eigentlich nicht mehr. Aber warum nicht? So, das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, sofern ihr das noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke, wenn ihr über neue Videos von mir informiert werden wollt. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar unter das Video, wenn ihr mögt. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angesehen habt. Bis bald, euer Vorian. Ciao, ciao.